So, herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute Hollow Knight. Und zwar ist die Void Heart Edition. Die gab es mal bei PS Plus. Und die wollt ihr irgendwann mal anzocken, weil die knuffig aussieht. Ich weiß eigentlich nichts vom Spiel. Ich weiß, dass es ein bisschen Jump'n'Run-mäßig ist mit 2D-Grafik, was ich sehr sympathisch finde. Ich bin ja so ein Schwarz-Weiß-Fan. Und ich mag grafisch auch Sachen, die ein bisschen kreativer sind. Es gibt einen anderen YouTuber, da habe ich das Spiel ab und zu mal im Let's Play gesehen. Allerdings habe ich da irgendwie mittendrin angefangen, mal ein bisschen reinzuschauen. Deswegen habe ich keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, dass es süß aussieht. Und relativ beliebt ist. Aber ich dachte, ich probiere heute mal was Neues. Ich hoffe, ihr könnt euch zurücklehnen und entspannen. Ich versuche auch ein bisschen zusammenzuschneiden, damit diese Folge nicht so lang wird. Die Musik ist ja schon mal richtig gut, ey. Ich habe die ein bisschen leiser gestellt. Oh, poetisch. Wenn sowas kommt, dann frage ich mich immer, wie das geschrieben wird in Englisch. Von Monomon. Monomon hört sich an wie ein Pokémon. Entschuldigung. Ja, ich stehe so auf die Grafik. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Ist mich 11:30, deswegen will ich nicht so laut reden. Mumie? Drei Augen. Ein Auge, zwei Auge und sechs Auge. In dem Kopf drin. Das sahen aber aus wie Köpfe in Köpfe. Boah. Die Musik, ey. Och Gott. Diese melancholische Piano-Melodie immer. Ui! Oh, kann ich jetzt spielen? Oh, ups. Das war mein Jump. Gibt also keinen Fallschaden, oder was? Ist das schon der richtige Weg? Ich habe 15 irgendwas bekommen. Hier geht's ja auch lang. Ich denke mal, das ist der richtige Weg und das andere war versteckter, deswegen denke ich mal, da müssen wir nicht hin. Kann man rennen? Scheinbar nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, schon jeden Knopf gedrückt, deswegen kann man da hoch. Sieht so verdächtig aus. Oder kann ich da nicht so hoch springen? Oh doch, ich kann ziemlich hoch springen. Wahrscheinlich kann man da nicht mehr hoch springen und ich versuche einfach so unsinnig. Okay, ich geb's auf. Die Soundeffekte. Gibt's jetzt immer Vibrationen, wenn ich irgendwas kaputt haue? Das ist ja. Im Weg, du Made. Wo will ich überhaupt hin? Warum ist hier so ein Loch im Boden? Irgendwie kriege ich hier oben so ein weißer. Es gibt ja nicht sehr viel Interface, was ich ganz sympathisch finde. Aber oben ist irgendwas Weißes. Kann echt weit springen, wenn ich gedrückt halte. Klopfe ich jetzt einfach random auf die. Also irgendwie sammeln wir diese muschelartigen Dinge. Da geht es jetzt nicht weiter, oder? Es sieht immer so aus, als können wir irgendwo reinspringen, weil das so schwarz ist. Aber die Farben sind wirklich schön. Also ich mag diesen Grafikstil mit diesen Outlines. Gemischt mit diesen
Lichteffekten, das sieht schon geil aus. Weil die Lichteffekte an sich, die machen überhaupt keinen. Kein, das müssen wir noch üben. Ist lange her, dass ich Yoshi gespielt habe. Die machen überhaupt keinen. Die machen nur so Filter, aber die beeinflussen nicht die Illustration von diesen Brocken hier zum Beispiel. Da unten kommen dann so Luftstrahlen raus. Das sieht ja voll cool aus. Okay, wir haben es fast geschafft. Puh, das war schon schwer. Ich hab's nicht so mit. Wäh, gut, dass wir da. Was ist das? Also, wenn ich Seelen gesammelt habe. Das war ein Tipp, ne? Es kommt überhaupt keine Musik. Sehr, sehr still alles. Das heißt ja noch, ich muss mich gleich zu Tode erschrecken. Da unten ist noch eine Tür. Aber hier kann man auch hoch. Ich kann wenigstens nach oben hauen, das ist auch gut. Hui! Das bin ich. Ich bin ein kleiner Käfer. Wie nennt man diese Käfer in Schwarz? Diese dickeren. Ich sehe ein bisschen so aus wegen den Hörnchen. Hörnchen? Hörnern? Oh, ich bin gerade fast erstochen worden von dem Ding. Ich hoffe, das tötet mich nicht. Oh nein! Oh Gott, an dieses Sprungen. Geschwindigkeit muss ich mich gewöhnen. Die ist irgendwie so. Man ist ganz schön lang, so langsam in der Luft. Ich bin scheinbar ziemlich leicht. Das würde ich dem Spiel ja fast glauben. Ich habe jetzt Angst die ganze Zeit, dass irgendwas von oben. Oh nein! Ich habe Schaden bekommen. Okay, da oben ist eins von meinen Masken. Ah, ich bin ein Saiyajin. Da oben ist ein Schmetterling. Achso, ich dachte, das wäre irgendwas, aber es ist nur Glühwurm. Hallo? Ich habe jetzt Wasser. Aus irgendeinem Grund. Ist das. Ich bin jetzt feucht? Was bringt mir das? Das ist ja interessant. Oder ist das Schutz? Wie Schleimschutz? War das so eine Gebärmutter, die wir einfach unnötig. Oh, ich habe irgendwie den Status zerstört. Die sah irgendwie wichtig aus. Ich kann alles im Hintergrund zerstören, nur im Vordergrund. Das ist ja richtig funny. Mir auch gar nicht aufgefallen. Oh mein Gott! Deswegen war es so still. Okay, da kam ich nicht mehr hoch. Ah, wenn man runterfällt, kann man theoretisch da schnell le nach links springen und dann muss man nicht den ganzen Weg laufen. Hier sind Stacheln und so. Ich mag das nicht. Ich hätte gerne den anderen Weg gelaufen. Oh. Da unten ist aber auch was. Kann ich über die Stacheln springen? Oh nein. Nein. Oh. Oh, man kann dann. Interessant. Man kann juggeln. Oder wie man das so nennt. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Noch ein Tipp. Hä? Das war kein Tipp. Irgendwas mit Königreich. Was ist das hier? Ich hau einfach alles auf. Das war eine Kiste. Furor der Gefallenen. Rüst dein Talisman aus. Oh, equip. Wenn du dich auf einer Bank ausruhst. Okay, wir brauchen eine Bank und dann können wir uns das anziehen. Oh mein Gott, ich habe mich gerade zu Tode erschrocken, weil ich habe gerade eine Trophäennachricht bekommen. Kann man da runter? Sieht so danach aus, aber hier so viel, wie man noch. Das da im Hintergrund sieht unheimlich aus. Da kann ich gar nicht mehr hoch. Wie soll ich denn immer hoch, wenn ich immer runterfalle? Irgendwie laufe ich immer nach unten. Ist das kein. Oh Gott, ich schrecke mich, weil ich weiß nicht, was danach kommt. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh nein, das sieht aus wie ein. Das Game ist sehr sympathisch. Aber es sieht aus wie ein Game, wo man sich den Weg merken muss. Und das kann ich nicht. Ich mache das schon mein Leben lang. Ich mache ja nur diese Dinger kaputt. Ich spiele schon fast mein Leben lang Spiele. Aber das mit dem Wegmerken ist nicht so einer meiner Stärken. Auch wenn ich eigentlich, naja. Ich habe so von dieser Art von Jump'n'Runs habe ich eigentlich immer so Yoshi Story oder sowas gespielt. Oder die ganzen Yoshi Games auf dem Nintendo.
DS und so weiter. Aber interessant. Aber man kann auch unten schauen. Also kann man theoretisch da nach links. Oh, man kann da droppen. Jetzt muss ich aber wieder den ganzen Weg nach laufen. Aber wir brauchen diese Kugeln. Das ist Kohle, glaube ich. Ah, doch, doch, wir sind ja lang gelaufen. Da sind die Stalagmiten runtergegangen. Hier kann man hoch. Dann gehen wir diesmal diesen Weg. Dann müssen wir nicht mehr den ganzen Weg zurück. Ah, und dann kann man nach oben springen. Ich bin echt ein Zerstörer. Okay. Haben alles. Ich wünschte, man kann rennen. L1? Nee. Ich bin so langsam. Highlands Nest. Also kommt jetzt ein Ort, der so heißt. Oh, wie oft muss ich das Ding prügeln? Oh. Kann man hier sicher runterspringen? Naja, müssen wir ja irgendwie. Ist alles so leer und wüst? Ist auch alles so verwachsen? Das verlassene Ort? Die schwindende Stadt. Ja, das sehe ich. Und unter unserer Stadt befand sich einst ein Königreich. Nun sind dort nur noch Ruinen, die jedoch immer noch Reisen in die Tiefen ziehen. Was die Leute verschwinden hier, weil sie sich was anderes versprechen woanders. Das heißt, können wir das ausrüsten, was wir vorhin gefunden haben? Ah, das ist sowas wie, wenn ich kritisch bin, dass ich stärker werde. Noch was? Käferältester. Und sagt einst, das wäre der größte aller Königreiche. Ist nichts weiter als ein vergiftetes Grabmal. Also ich bin stiller Protagonist, ne? Okay. Iselda und Cornifer. Kartograf. Okay. Es erinnert mich ein bisschen. Ich habe beim PlayStation 3 mal ein Spiel gespielt. Das war mit rundenbasiertem Kämpfen. Ich bin von Versehen da runtergesprungen. Kann ich wieder hoch? Das ist eine Kette. Kann ich wieder hoch? Wie kommt man denn nach oben? Ah, hinaufsteigen. Ach, ich muss einfach ein Steuerkreuz nach oben drücken. Ich wollte nur da drüben schauen. Bevor wir dann ins dunkle Loch gehen, wo alle, oh, rein sind. Vielleicht finden wir ja noch so einen. Oh. Ah, hier kann ich noch nicht rein. Ah, okay, also haben wir überhaupt keine Backstory. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nur, ich habe ein Schwert und. Wir gehen jetzt ins Highlands Nest, scheinbar. Mysteriös alles. Und alles voller Käferchen. Die sehen eigentlich süß aus. Ich würde die gar nicht hauen. Okay, der sah ein bisschen aus wie ein Zombie-Käfer. Guck mal, die sind alle tot. Oh nein. Das macht mich unglücklich. Die haben mir noch nichts getan. Aber wahrscheinlich würden die mich angreifen. Jetzt habe ich 100 Gold. Oder 100. Käfertaler. Gibt's ein Menü? Abgesehen davon, L2 Inventar. Geo ist das. Kann gegen Wahrung. Okay, dann gehen wir erstmal nach rechts. Oh Gott, ich kann mir den Weg nicht merken. Es ist zu spät dafür. Hallo. Schwarzes Eis. Ah, ein Ritter. Klein, aber siehst stark aus. Ich bin Quirrell.
Er mag Lost Places. Ein großes steinernes Ei, das im Leichnam eines uralten Königreichs liegt. Es ist warm, es strahlt so etwas Einzigartiges auf. Kann man es öffnen? Ich liebe Geheimnisse so sehr. Also das ist das, was wir im Intro gesehen haben. Da muss man bestimmt verschiedene Sachen mitbringen und da reinstecken. Das sieht mich so dann noch aus. Oder irgendwelche Energie freisetzen. Das kommt dann wahrscheinlich erst später. Bis dann, Quirrell. Ich mag deinen Hut oder deine Maske oder was auch immer das sein soll. Aber es geht auf jeden Fall nach rechts und nach links. Deswegen kann man immer nach unten fallen. Nein, Zombie-Käfer, nein. Oh. Wenn man getroffen wird, ist das so unangenehm. Oh, ein Käfer mit Horn! Nein. Weil das so ein bisschen in Slow Motion geht. So, ich heile mich jetzt. Was wie mit geht das nochmal? Wahrscheinlich besser, wenn wir mal voll sind, oder? Da wir uns das aufbauen. Wie kommt man da hoch? Ich würde gerne weiter springen, aber. Zerstört man die Statuen. Sind das eigentlich Statuen oder sind das einfach versteinerte Leute? Kann man nicht doppelt springen? Vielleicht weiß ich es einfach nicht. Gibt es Steuerung? AR2 und L2, also beides. Traumnagel. Aber ich tue nicht sprinten, wenn ich L2 drücke. Ich laufe wieder ganz normal. Dann weiß ich nicht, wie man höher springt. Also ich bin einfach irgendein kleiner Käfer, der durch Höhlen geistert, aber ich weiß nicht genau, was meine Be Beweggründe oder sowas sind. Das sieht links jetzt interessant aus. Das auch. Sieht alles interessant aus. Wahrscheinlich haben die Macher auch schon so ein Fable für ein bisschen Lost Places. Da geht es ja noch tiefer. Und ich denke mal, je tiefer man runter geht, desto schwerer werden die Gegner. Hier ist ja alles noch voll friedlich. Das kann ich wohl nicht mehr holen. Aua. Aua. Ich will nicht sterben. Das ist cool. Fokus. Wie soll ich mir da den Weg merken? Entschuldigung, Bro. Ich kann auch nach oben und unten schlagen. Der andere kommt ja nicht hier hoch, oder? Muss man den ganzen Weg nochmal laufen, wenn man stirbt? Das habe ich so das Gefühl. Oh, die sind zu zweit. Wenn das mit dem Sprinten wenigstens funktionieren würde, wäre ich glücklich. So fühle ich mich ein bisschen ausgeliefert. Ich zerstöre aber mal ein bisschen von dem. Ach, das Ding hat. Oh, es sind so viele auf einmal. Was ist das da oben? Das sieht aus wie ein kleiner Knirps. Der sieht aber freundlich aus. Der ist auch grün. Im Vergleich zu den anderen, die sind alle grau, so wie ich. Der hat mir gar nichts getan. Ich habe ihn einfach von seinem Leben geholt. Ich glaube, wenn ich genug von dem Hintergrund zerstöre, kriege ich bestimmt eine Trophäe. Das war nicht so gut. Wie konnte ich mich davon treffen lassen? Das mit dem Springen müssen wir noch üben. Tja, wie kann ich so weit springen? Kann ich nicht, oder? Oh. Oh nein, das will Hilfe. Es ist eingesperrt. Na, sprinten kann ich aber nicht.
Also es ist mit dem Steuerkreuz genau gleich. Ich kann auch das benutzen. Tut mir leid, Bro. Kann ich ihn irgendwie hauen, dass ich ihn da rauskriege? Nee. Das Einzige, was ich machen kann beim Sprung, ist mich selbst die Wand anhauen oder so, aber. Huah! Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich hätte vielleicht eins von dieser fliegenden Dinger dahin locken müssen und dann auf ihm drauf springen. Vielleicht kann man das resetten. Das probiere ich gleich mal. Ja, die sind wieder da. Das heißt, ich kann es nochmal probieren. Komm mal rüber. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Nein. Okay. Vielleicht geht das aber. Ich möchte das befreien. Das sieht so unschuldig aus. Oh nein, ich springe nicht schnell genug. Ich muss das nochmal darüber locken. Oder ich brauche ein längeres Schwert. So. Genau, bleib mal da hinten. Ich kann auch nicht sprinten, sonst wäre das einfacher. Ich glaube, das wird nichts. Oh, shit. Nee, da müsste er ganz nah in der Mitte sein, um das hinzubekommen. Ist echt schwer. Es muss aber einen einfacheren Weg geben. Vielleicht ist ja das der richtige Weg, weil das ein bisschen offensichtlich ist. Aber vielleicht denke ich auch zu kompliziert. Oh nein, ich habe nicht so viel Leben. Ich habe alles verschwendet. Oh. Drüsselvieh. Die sehen alle so schnucklig aus. Was ist mit diesen Plattformen? Die haben sich gerade bewegt. Das hat mich erschrocken, ehrlich gesagt. Ich gehe mal nach oben. Nach oben ist. Oh mein Gott. Ah, ich bin jetzt stärker, wenn ich in kritischem Zustand bin. Ich kann ja ziemlich viel heilen. Aber jeder von denen macht mir auch einen Schaden. Oh. Oh, wir sind ganz runtergefallen. Das war nicht so gewollt. Aber scheinbar muss man immer nach unten. Ich wollte aber ganz oben gucken, was die Lage da ist. Ich bin leichtfüßig. Ich fühle mich wie ein Käfer. Jump, jump. So viel dazu. Ja, ich mach die One-Shot, wenn ich im kritischen Zustand bin. Ist das vielleicht der richtige Weg? Ich bringe mich in Gefahr. Ich sollte vielleicht ein bisschen dodgen. Wenn irgendwas Interessantes passieren soll. Würde noch. Das wäre ganz gut. Vielleicht, weil wir nicht in eine Richtung die ganze Zeit laufen. Wir sollen laufen immer hin und her. Wie Verrückte. Da weint jemand. Oh nein. Das ist der Papa von den ganz, von den kleinen Viechern, glaube ich. Die muss man bestimmt sammeln. Boah, das ist ja total traurig. Oh, das sieht aus wie eine Lampe, die uns führt. Die locken irgendwie Viecher da unten ins Heilandsnest. Das ist. Oh, was ist das? Das kann doch nicht. Kann ich das zurückschleudern? Nee. Ich würde ja gerne vorbei, aber das Ding lässt mich ja nicht. Dann ist der Weg wohl nicht der richtige. Irgendwie weiß ich nicht, wo ich lang muss. Wir sammeln einfach viel Geld. Sollen ja mal tiefer gehen. Aber nach links konnten wir nicht. Was ist das auf dem Boden? Hört ihr das? Ist jemand gut drauf? Hallo? Kartograf. Ja, bitte, gib mir eine Karte. Ich hab genug Geld.
Aha. So, die Kartografin, die verkauft mir einen Kompass, wenn ich zu scheiß bin. Okay, das ist schon mal sehr hilfreich. Da ist ein Boss. Oder ist das ein Boss? Was ist da oben für ein vierarmiges Ding? Also, wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Da oben. Am Anfang waren wir auch. Aber was war dieses vierarmiges Ding? Seine Stimme. Wir mal hier lang. Kommen Viecher aus der Decke. Oh, wenn ich nur höher springen könnte. Da muss ich mich auf das Ding. Nein. Ich dachte, man muss sich vielleicht da drauf juggeln. So, über die Spikes, okay. Okay, es ist ziemlich. Oh! Das hat mich erschrocken. Ist denn mein Fokus voll? Ist bin ich in Stärke? Oh! Shit, ich kann nicht richtig springen. Der Controller ist empfindlich, ich sterbe gleich. Wollen wir wirklich da lang gehen? Ich schaff den Fallenboss nicht. Was ist das denn jetzt? Ich habe kein Leben, du. Oh mein, da kommen Sachen raus. Geh weg von mir. Nein. Okay, das war's wohl. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Ich verliere mein ganzes Geld. Nein. Tempel. Jetzt habe ich auch eine zerbrochene Maske. Und wir können den Kartograf besuchen. Hallo, Lady. Papanada. Talisman. Das spielt ja gar keine Rolle, weil ich alles verloren habe. Muss ich dann mein Grab sammeln? Ich suche einfach mein Grab und schau mal. Ja. Ach, das ist mein Geist. Muss ich ihn auch prügeln? Ah, jetzt habe ich mein Geld zurück, wenigstens. Ja, und ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen sollte. Scheint hier sehr gefährlich zu sein. Ich kann nicht mein Leben regenerieren. Das ist aber auch ein gefährlicher Weg, okay. Ist irgendein Weg, schnell nach Hause zu gehen. Ich glaube, man muss alles manuell laufen. Ich habe kein Leben, blöd. Oh, jetzt kann ich mich heilen. Immerhin. Ich bin sehr empfindlich. Da kommen. Ah, das hat mich getötet letztes Mal. Da kamen Viecher raus aus seiner Leiche. Ich glaube nicht ins Wasser. Da sind auch Stalagmiten. Der hat mich gekillt. Okay. Oh, hallo. Was machen wir jetzt mit dem? Ich denke mal, er ist jetzt bei seinem Vater gekrabbelt. Weil er sieht aus wie dieser andere. Okay. Oh shit.
Weit. Jetzt verliere ich mein ganzes Geld, oder? Oder muss ich das wieder sammeln? Hilf mir. Was hat er gemeint? Sie sollten sich ein größeres Haus suchen, weil die anderen stehen alle leer, aber sie wollten unbedingt das haben. Wir holen jetzt meinen Geist. Ich will nämlich meine Kohle behalten. Kornifer. Da oben. Genau, komm zur Mama. Oh, ich hab's geschafft. Können wir auch noch lang. Dann gehen wir aber mal hier. Einfach ein bisschen Geld an der Wand. Aber was ist das, wenn ich gedrückt halte? Gar nichts. Okay. Das Geld war also der Bait. Oh, das ist aber ganz schön viel. Was sind denn diese Statuen, sind so seltsam. Frage mich schon die ganze Zeit, was das sein soll. Da unten irgendwas. Ah, man kann da nur oben lang. Bin ich jetzt eingesperrt? Ja, krass. Hat er mich anzuspucken? Please. I'm a nice person. I swear. Oh, das ist gar nicht so einfach. Man muss sich echt an diese Sch Geschwindigkeit vom Jump gewöhnen. So, was gibt's? Oh, hier ist ein Schild. Ich habe das Gefühl, ich laufe mal im Kreis. Scheint ja auch kein XP oder sowas zu geben, sondern Verbesserung. Vielleicht. Oh. Ist das ein Brunnen? Ich werde geheilt. Ist das Speicherplatz? Save Point. Aber was hilft mir das denn? Achso, dann spawne ich bei der letzten Bank, die ich benutzt habe. So, erstmal mein Geld. Ich glaube, wir sollten erstmal mein Geld ausgeben, bevor ich wieder alles verliere. Ach, hier waren wir noch nicht. Ich habe gesagt, das sah interessant aus. Weil das so ein bisschen Holz ist. Das sieht jetzt ganz anders aus hier. Ich habe Angst. Oh, da ist jemand fleißig. Guten Tag. Er singt einfach ein Lied über seine toten Eltern. Ach, ich weiß auch nicht. Seltsame Leute hier. Oh! Was ist das? Ich hau hier halt mal weiter drauf. Was hat das jetzt gebracht? Steht das auf der Karte? Auch nicht. Ich bin so verwirrt. Oh. Das bricht zusammen.
bin zu leicht. Merkwürdig, merkwürdig. Dann konnte ich jetzt nichts mit anfangen. Bapanada. Was bringt das? Die Karte anzeigen lassen. Es ist einmalig und dann bleibt es für immer. Ja, diese sollten wir auch markieren, weil ich habe einfach mal alles ausgegeben, weil ich mir dann besser den Weg merken kann. So, hat der Älteste noch was zu sagen? Also ein Weg war versperrt, mit diesem, wo dieses grüne Zeug angefangen hat. Suchen uns jetzt einen Weg aus. Wir müssen nochmal nach unten und danach links. Ich hoffe, das habe ich richtig verstanden. Da ist ein Hebel. Ja, hier waren wir noch nicht. Ah, da muss man erst nach rechts und dann runter. Oder nach links und runter. Also eins von beiden. Mann, oh Mann, es geht das auch los mit den. Gib mir nicht so viele Aufgaben. Es ist schwer genug, sich den Weg zu merken. Aber hier links kann man gar nicht runter. Das ist natürlich merkwürdig. Ich laufe eigentlich immer denselben Weg. Aber hier kann man. Aber man kann vorher noch nach rechts gehen. Oder? Sah zumindest so aus. Dass da ein Weg reinführt, irgendwie. Ist wie eine Brücke. Aber ich komme hier nicht weiter. Das heißt, ich gehe mal oben links. Das geht ja noch weiter da. Muss ich immer so dumm sein? Was ist das denn? Pass mich nicht an. Ich bin empfindlich. Ja, ich muss mir merken, welche Ebene ich bin. Das wäre vielleicht ganz gut. Wir sind jetzt ganz oben. Nein! Töte mich nicht. Ich bin gerade hier jetzt angekommen. Wir machen uns mal leer. Genau, dann gehen wir hier lang. Weil oben kommen wir nicht weiter. Oh doch, wir haben ihn befreit. Oh, der gibt mir ein Geld dafür. Was ist das? Karte. Oh, das ist irgendwie goldig. Oh, wir müssen sie alle befreien. Das ist so die erste Mission, die ich habe. Die eine Sinne gibt. Befreiung der Herzen. Na, hier oben geht's auch noch lang. Oh ne, ist nur Licht. Waren wir hier schon? Ja, da geht's wieder nach Mistmund. In der Mitte waren wir, links oben waren wir, aber ganz unten links. Waren das drei Eingänge? Stehen wir eigentlich? Eins, zwei, drei auf der einen Seite. Sorry, Jungs. Eins, zwei. Hier? Das habe ich noch nicht gesehen. Gut, dass es die Karte gibt. Sieht gefährlich aus. Bitte tut mir das nicht an. Tötet mich nicht. Ich bin ein kleiner Käfer und empfindlich. Ah, das ist das zweite Ding. Also es gibt mir nur dieses Zeug zurück. Schon das zweite, das wir sehen, aber die sehen alle anders aus. Wie soll das denn gehen? Ich kann ja nicht mal doppelt gegen die Wand springen. Ich glaube, das gebe ich mal lieber auf.
komme auf jeden Fall nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wie man diesem Typen vorbeikommt. Fragen wir den Kartografen nochmal. Der macht seinen Job. Nein. Da ist noch ein Ding. Das habe ich noch nicht gesehen vorher. Wie soll ich denn bitte schön so hoch springen? Huah. Okay, hier waren wir nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Man kann auch irgendwie da hoch, aber wie, weiß ich nicht. Hier war ich schon mal, oder? Da ist auch nur Geld. Komme ich aber nicht einfach so hin. Wie immer. Da oben lang. Gut, hier waren wir noch nicht. Vielleicht waren wir schon, ich weiß es nicht. Aber an so viele Viechfliegende kann ich mich nicht erinnern. Kommt man gar nicht durch. Ist ja enttäuschend. Das kann doch nicht sein, dass hier nicht weitergeht. Okay, das Spiel ist mir so hoch. Ich bin verloren im Dungeon. Ich weiß aber nicht auf der Karte, wo ich da sein soll. Oh, habe ich nicht gesehen. Fiese Platzierung. Der obere Weg sei es immer ein bisschen besser eigentlich. Let's go. Kann mich ja heilen, Schlagkopf. Den Sprung schaffen wir wohl nicht. Okay, nein. Dass man nicht hochspringen kann, ist nervig. Da ist ein Zeichen. Klibber. Hilft mir das? Ich höre jemanden stöhnen. Wir gehen erstmal hier. Auf jeden Fall waren wir noch nicht. Auf der Seite, da ist links kommen, wir können bekannt war, aber hier waren wir nicht. Die habe ich stöhnen hören. Oh, oh, shit. Das ist ein Akro. Schnell retten wir ihn. Ich hab dich, mein kleiner grüner Knuffi. Die sind so süß. Ich meine, die Gegner sind auch. Das ist irgendwie sie ist süß, aber. Man kann auf jeden Fall Wände aufmachen. Sollte ich öfters mal darauf achten. Oh, wir sind am Hebel. Wir haben hier uns einen Shortcut gemacht. Oder mal ein bisschen im Kreis. Das können wir mal ein bisschen weiterlaufen. Auch die Musik einfach komplett aufgehört. Das hat mich zu Tode erschrocken. Das ist eigentlich keine gute Idee, weiterzulaufen, oder? Überall Stalagmiten. Ja, auch Schritte. Das ist gruselig. Ah, hier ist auf jeden Fall zu. Hört ihr dieses komische Geräusch? Das ist ja total weird. Die kommen wir auf jeden Fall nicht weiter ohne Lampe und nichts. Sind dann hier lang?
Aber nächsten besten Weg. Oh, den haben wir noch nicht. Ein Lanzentyp. Oh nein, der ist strong. Ein schlauer, kleiner Käfer. Richtiger Fighter ist das in der Decke. Da stand irgendein komisches Symbol. Das sind alles das Viecher, die ich noch nicht gekannt habe. Ich bin viel zu tief gefallen. Das sind diese, die produzieren. Nein, stirb. Kannst du bitte herherkommen? Ich möchte nicht gegen deine kleinen Viecher sterben. Oh mein Gott. Die sind gefährlich. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Da können wir auch mal lang fahren. Wenn ich fast das Gefühl habe, wir waren da schon. Wenn man ihn nicht jetzt im Zuge lässt, dann ist er eigentlich ganz leicht. Lässt auch viel Leben. Das ist wieder dieses Symbol. Stimmt die. Oh, shit, die sehe ich einfach nicht rechtzeitig. Seine Babys. Das ist ein Bahnhof? Eine Tür mit einem Spalt. Heißt das, wir müssen was da reinstecken? Die Karte hilft uns jetzt auch nicht mehr, oder? Kann nicht wissen. Sieht aus wie eine Bahn. Das ist ja voll interessant. Ein Bahnhof. Tropft ein bisschen. Die Käfer haben halt so einen Bahnhof gehabt. Okay, das ist kompliziert. Warum müssen wir viele Wege wieder? Oh, es gibt FIFA. Was ist das? Hallo? Ich will euch nicht erhauen. Also es ist ein kleiner Boss. Ich wollte ihn eigentlich nur vorbei, aber es sah so aus. Uah! Das käme man nicht vorbei. Hörst du mal irgendwann auf? Okay. Wenn er das macht, dann weiß ich nicht genau, wie ich klarkommen soll. Dodgen. Hört auch irgendwann damit automatisch auf, scheinbar. Ja. I slap you. Oh nein! Ich heile mich kurz. Geduld. Werde ich jetzt sterben? Das ist echt abgefahren. Oh, sie hat nur einen Hit gebraucht. Sorry, Body. Oh oh. Oh oh. Das ist mein Ende. Was soll das? Das ist nicht fair. Der war schwanger. Wir müssen immer schwangere Käfer töten. Das ist nicht in Ordnung. Was sei wie in ein kleines Häuschen. Guten Tag. Du Töpfe, du führst einen Nagel wie eine Keule. Wir müssen viel tiefer gehen. Oh, wer bist du? Hat er geschlafen? Also wir haben ihn von einem komischen Traum befreit, dem er befallen war. Und jetzt geht er nach oben zurück. Ah, jetzt können wir das aufmachen. War das ein Boss? Das war doch kein Boss, oder? Der hat einfach viel Leben gehabt. Und der war ein bisschen creepy. Ich würde ja gerne hochspringen. Da ist auch eine Bank, aber ich komme nicht dahin. Oh, ich kann nicht so weit springen. Und hier ist noch so ein Ding. Ich weiß echt nicht, was es macht, aber. Ich lege mich einfach mit jedem Käfer an und faile voll.
Unser Warenhändler ist zurückgekommen, einfach wieder reinspaziert. Ich hoffte mir Geschichten von seiner Zeit im Untergrund, doch er scheint sich an nichts zu erinnern. Der ist so nett, der Älteste. Der ist süß. Talismane. Was heißt das? Ermöglicht es dir, dich zu erholen, nachdem du Schaden genommen hast? Ranziges Ei. Einen Gefährten ist teuer. Ist natürlich auch praktisch. Maskenscherbe. Kaufen wir uns mal das hier. Kann man nur ein Talisman auf einmal ausrüsten? Ich muss mich auf eine Bank setzen. Ach, das ist zu viel Einstimmungskosten. Interessant, wir brauchen also mehr Sockel. Dann kann ich ja statt den hier. Den da nehmen. Ah, das geht ja nur auf der Bank. Länger unverwundbar. Das war eigentlich nicht so viel Geld. Ah, das ist der Schlüssel, den ich dann bekomme. Ich glaube, ich spare dann die 950 und öffne mal das Tor. So, ich würde sagen, ich beende erstmal hier die Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter spiele. Ich bin eigentlich schon neugierig, weil es ist alles einfach nur so. Wie soll ich sagen? Ich finde halt die Grafik total geil und voll schön, aber alles ist rätselhaft. Man hat nicht wirklich einen Plot. Man erkundet einfach nur random da die Sachen, wenn man eigentlich noch nichts weiß, auch wo der Protagonist herkommt und so. Weiß man nicht, dass das die Charaktere sind, aber irgendwie süß. Und ich schau mal. Ist aber jetzt Zeit, schlafen zu gehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen gehabt. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich nur verirrt. Und vielleicht, ja, schauen wir beim nächsten Mal, ob ich ein bisschen weiter vorankomme. Und bis dann.